und so den Sturm überlebt. Und damit möchte ich jetzt gerne nach Florida schauen, und zwar nach Cape Coral. Das ist an der Südwestküste, und wir erreichen dort Marco Wischmeier, denn Sie vermieten genau dort Ferienhäuser, und dementsprechend sind die Hurricane-Schäden bei Ihnen natürlich ein großes Thema. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sagen Sie uns doch einmal jetzt, wo der Sturm abgezogen ist. Was hat er hinterlassen? Zuerst mal guten Morgen aus dem Sunshine State. Wir haben jetzt wieder Sonne. Sind noch stark gehandicapt. Wir haben keinen Strom in Cape Coral. Also viele Haushalte sind noch ohne Strom. Kein Internet. Die Generatoren laufen. Die Auswirkungen von jetzt Helene, dann im August Debbie, Tropical Storm, Helene, der Hurricane und Milton, aus meiner Sicht momentan noch unabsehbar in der wirtschaftlichen Auswirkung. Selbst für uns, die wir unglaublich viel Glück hatten in Cape Coral. Wir hatten Windstärke knapp beim Hurricane, aber wie gesagt, kein Strom, leichte Schäden, Dachrinnen, also wirklich nichts Dramatisches. Es sind Dinge kaputt gegangen, die Natur hat gelitten, aber die weiteren Auswirkungen, das wird sich zeigen, weil Tampa, Sarasota, Lido Key, Siesta Key, Urlaubsregionen inklusive Disney World, hat es schwer erwischt. Und das muss man erstmal wieder aus dem Kopf rausbekommen. Man muss es aus dem Herzen rausbekommen. Wir bräuchten in Florida einfach mal ein paar Jahre Ruhe an der Westküste vor solchen Stürmen, die so katastrophal sind. Das kann ja leider niemand lenken. Aber jetzt schon werden genau diese schrecklichen Stürme und das, was es für die Menschen, die betroffen sind, bedeutet, genutzt für die Politik. Wie beobachten Sie das jetzt in diesem Moment, dass es jetzt schon wieder zwischen den Lagern Beschuldigungen gibt, während die Menschen noch immer dabei sind, überhaupt zu sehen, ob ihre Häuser noch stehen? Was macht das mit den Menschen in Florida? Ich versuche mal nicht politisch zu werden. Wir erinnern uns an den Hurricane, der Puerto Rico so unglaublich hart erwischt hat. Puerto Rico gehört auch zu den United States, wo der damalige Präsident mit Sewa-Rollen in die Menschenmenge geworfen hat. Ich halte solche Gesten für unglaublich daneben. Das ist aber eine ganz persönliche Einschätzung. Einen politischen Kampf über den Kopf der Leute hinwegzuführen, ist schlichtweg ekelhaft. Die Menschen, es sind die Armen. Wir leben hier in einem richtig massiv gebauten Haus. Wir haben ein sehr gutes Dach. Unser Haus sollte Hurricane-Stärken 2, 3 überstehen, ohne katastrophale Schäden. Aber die Menschen, die in einfachen Häusern wohnen, wir sprechen jetzt nicht über die Trailerparks, aber viele Menschen leben da nun mal. Die leben flach auf der Erde, dann an der Küste. Es ist wunderschön. Ist es der Tribut oder ist es nicht der Tribut? Aber Politik auf dem Rücken der Menschen, die so hart getroffen sind, zu machen, halte ich für geschmacklos. Man sollte sich um die Menschen kümmern. Man muss ihnen helfen. Wenn man die Bilder sieht, es ist ja alles kaputt. Sie müssen sich vorstellen, es kommt Salzwasser. Das Salzwasser zerstört ihnen den Kühlschrank. Es zerstört ihnen alles, was elektrisch ist. Die Häuser sind hier auch mit Rigips gebaut, auf Ständerbauweise. Sie müssen alles rausschneiden. Es fängt sofort zum Schimmeln an. Das ist die Katastrophe. Und da muss geholfen werden. Und die Auswirkungen sind ja nicht nur der tatsächlich entstandene Schaden, sondern diese Menschen haben sowieso sehr wenig Geld für ihre Altersvorsorge, für die Zukunft, müssen ans Ersparte ran, um wieder aufzubauen, weil die Versicherungen momentan sehr schwierig sind, was ich verstehen kann, weil wer soll das noch bezahlen? Wer? Genau dort angeschlossen. Wie sieht es denn jetzt mit der Versorgung aus? Sie haben es gerade angesprochen, Generatoren laufen. Dafür braucht man aber natürlich überhaupt erstmal einen Generator und dann später auch Benzin beispielsweise. Wie läuft das jetzt ganz aktuell ab, auch dass man Trinkwasser hat? Wie wird dort jetzt geholfen? Die Geschichte beginnt mit kluger Planung. Wir werden eigentlich rechtzeitig gewarnt. Bloß bei Milton wusste wieder niemand, wo er reingeht. Der Cone von Milton war von Tampa bis nach Cape Coral. Die Geschichte ist die, in dem Moment, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Katastrophe zu einem kommt, sollte man sich ausreichend wirklich mit Wasser versorgen, mit Keksen,
Man sollte vorsorgen, wo man hingehen kann im Falle, dass Wasser steigt. Ich kann nur schildern, wie wir das gemacht haben. Die Planung begann am Samstag. Milton kam Mittwochnacht. Also wir waren 4 Tage in der Vorbereitung für unsere Ferienhäuser, um das alles zu sichern, zu schützen. Man muss alles reinholen. Alle Tische, alle Stühle, alle liegen. Das fängt alles zu fliegen an bei den Geschwindigkeiten. Das kann zerstörerisch wirken. Und die Vorbereitung sind Batterien. Man muss diese Sachen haben und Wasser. Und der Glückliche hat einen Generator. Wir haben einen Generator, den habe ich mir vor 2 Jahren gekauft, als Ian hier gewütet hat. Und wir hatten 7 Tage keinen Strom und 4 Tage kein Wasser. Man fängt dann anders zum Leben und zum Denken an. Und jetzt nach Milton und nach Helene bin ich der Meinung, dass die Politik nicht mehr aufeinander rumhacken soll, sondern die Politik sollte dafür sorgen, dass den Menschen in Florida, den Menschen, die betroffen sind, das ist ja nicht nur Florida, Georgia, North Carolina mit Helene, dass diesen Menschen geholfen wird. Und zwar, wir müssen was für das Klima tun. Ich bin kein Grüner oder irgendwas, aber der Ansatz muss da sein. Der Golf von Mexiko ist Mitte Oktober so heiß wie noch nie. Dadurch entstehen diese Stürme. Es gibt ein paar Gründe, warum die entstehen, aber diese Häufigkeit, 3 Hurricanes in Florida dieses Jahr, sind katastrophal. Und die Frage ist, wie oft kann man das noch machen? Wie hoch ist der Tribut, in Florida leben zu dürfen und arbeiten zu dürfen und leben und arbeiten zu können? Wie lange hält der unglaubliche Drang dieser Menschen hier, die man eigentlich nur bewundern kann, wieder aufzustehen, wieder aufzubauen, wieder von vorne zu beginnen? Es ist unglaublich erstaunlich. Das ist das Erstaunlichste, was ich auch mit Ihnen gelernt habe. Die Amerikaner kommen dann aus ihren Häusern, auch meine Nachbarn. Man schüttelt sich, man fragt, ob es einem gut geht, wo man helfen kann. Und dann beginnen die Menschen wieder nach vorne zu laufen. Ganz selbstständig. Der eine Nachbar hilft dem, der Nachbar hilft dem. Und das wird nicht verdrängt, sondern die Katastrophe wird bearbeitet. Es muss weitergehen. Das ist ein unglaubliches Geschichte, die Floridianer haben. Aber wie lange kann man das beanspruchen? Wie lange sind die Menschen in der Lage, psychisch, emotional solche Dinge auszuhalten? Kein Strom, kein Wasser, Zerstörung. Das ist die große Frage. Können wir noch länger an den Küsten leben? Sollten wir länger an den Küsten leben? Oder muss was für das Klima getan werden? Jeder Einzelne muss sich wirklich überlegen, was können wir tun? Was müssen wir tun? Was sollen wir tun? In Deutschland, guck, der Hurricane Kirk ist über Frankreich nach Nordrhein-Westfalen gezogen als Tropical Storm. Die Windgeschwindigkeiten waren auch extrem hoch auf den Bergen. Das waren mehr als Orkanböen und bringt auch Zerstörung. Und das Wasser in Österreich und die ganzen Katastrophen, die in den letzten Zeiten abgehen, die letzten Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, als ich, das klingt jetzt blöd, jung war oder noch Jahre zurück. Das ist massiv. Und dann müssen wir Menschen müssen was tun. Ich denke, wir müssen was tun. Ein Appell, den man immer öfter hört, gerade wegen der Situation, die Sie auch jetzt gerade beschrieben haben. Marco Wischmeyer, vielen herzlichen Dank für diese Einblick und wir hoffen natürlich, dass der Aufbau jetzt so schnell wie möglich in ganz Florida dann stattfinden kann. Dankeschön.